Shalom Aleichem, täglichen Tanja, 7. Elul, 5782, Schaltjahr, Igeret HaKodesh, weiter. Wir haben gesagt, es gibt zwei Seiten, die obere Erweckung und das untere Erweckung. Das untere Erweckung, wenn wir was Gutes tun, es bringt Liebe und Güte von Hashem oben, es bringt Licht von oben. Das heißt, das ist so wie ein Schüler oder jemand gibt dem anderen Kompliment oder will von ihm hören. Hat dem anderen mehr Lust, mehr Freude, mehr Vergnügen, das zu geben. Und da will er beeinflussen. Ja? Steht geschrieben, und es ist gegenseitig. Wenn Hashem schenkt uns Lichtigkeit, wir sind zu ihm beleuchtet. Und der Or En Sof, die Licht von En Sof, bringt Shalom in diese Welt. Aber wie gesagt, es beginnt unten mit unserem Tzedakah, mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung, mit unserer Spende. Und zu schenken anderen Leute Chaim, Chen, Vochesed, Verachamim. Leben, Anmut, Wohltätigkeit und Barmherzigkeit. Für diejenigen, die haben gar nichts. Und zu schenken Leben zu niedrigen Menschen. Es gibt Menschen, die sind niedrig. Wer kann sein niedrig? Fremder, Witwe, Waise, Arme, Kranke, Ältere, gibt es genug schwachen sozialen Schichten in der Gesellschaft. Und die muss man aufheben, oder schlecht gelaunter, oder wie auch immer. Und deshalb, unsere Weisen haben gesagt, wenn einer lernt Torah Lishma bedeutet, Torah umzulernen, nicht nur um irgendeinen eigenen Profit, sondern lernen, weil das Lernen an sich ist das Ziel. Der lernt Torah Lishma, schenkt Shalom in Pamalia Shel Mala. Es bringt in Himmel Shalom und es bringt auch Shalom in Pamalia. Pamalia bedeutet in Aramäisch Delegatie, Gruppe. Die Pamalia Shel Mala, die Delegatie, die Gruppe in oben, das ist die Malachim, Sraphim, Ofanim, Midot, alle 10 Eigenschaften von Maimonides. Und die sind die Echalota Elionim, die obere Saal in die Bria-Welt. Und die Pamalia Shelmata, die Delegatie von unten, das ist diese Welt der Niedrigsten, wo in dieser Welt ist alles gemischt, gut und schlecht. Schwarz und weiß, rot und weiß, Chesed und Gvura. Und warum es ist alles so gemischt? Wegen dem Chet, die Sünde von Adam Arishon, von ersten Adam. Und das Schlechte ist noch stärker und dominanter in dieser Welt über das Gutes. Und so wie steht geschrieben bei Jakob und Esav, Uleomi leomi yemat, manchmal der ist stark, manchmal der ist stark. Und so wie man sieht praktisch, dass der unterste Mensch heißt kleine Welt, Olam Katan. Und in unserer kleinen Welt kämpfen die ganze Zeit zwei Kräfte, Nefesh HaElokit und Nefesh HaBeamit, das natürliche Körper und die seelischen Körper, die animale und die göttliche. Und manchmal der gewinnt und manchmal der gewinnt. Und der Krieg, der Kampf wird sich nicht beenden. Jeder Mensch hat mit sich Kämpfe, Streiten in sich schon. Soll ich essen, soll ich nicht essen? Soll ich fahren, soll ich nicht fahren? Soll ich reden, soll ich nicht reden? Soll ich lieb sein, soll ich nicht? Also die ganze Zeit. Solange Moschee ist nicht gekommen, und wenn Moschee wird kommen, wird man herausnehmen die Frucht von der Schale. Das Gut von das Schlechtes. Um zu kleben in seine Wurzel, Mekor Chaim, die Quelle von das Leben, und dann werden sich zertrennen, spreizen von Sprossen, also bei den Weizen, ich weiß nicht genau, wie das heißt auf Deutsch, aber es trennt sich die Kerne von dem Schmutz. Und die trennen sich. So wie Rabbi Meir und seine Frau Buria, es waren Freveler, böse Kriminelle in seiner Nachbarschaft. Und er hat gesagt, Gott soll er sie nehmen, soll er sie töten. Seine Frau Buria war eine sehr kluge Frau. Und sie sagt, steht geschrieben, Itamu Chataim, soll die Sünden sollen sterben, nicht die Sündigers. Und dann wird man erkennen, dass alles ist im Prinzip gut. So wie der alte Rebbe hat begonnen, diesen Kapitel, dass im Prinzip, wenn einer hat volle Emunah an Hashem, versteht, dass alles ist wirklich gut. Shkoyach.